Ist aber ganz schön hell. Wow. Ja, wenn man reinläuft, ist es noch viel heller. Schon richtig. Holz. Mehr Holz. Ganz viel Holz. Wir brauchen unsere ersten Kisten. So. Waren das 4 Kisten oder 3? Quatsch, 4 Bretter oder 3 Bretter? Ich glaube, das wurde auf 4 erhöht. Nee, es sind noch 3. Sehr gut. Wir hätten gerne hier eine Kiste. Wir hätten gerne direkt daneben noch eine Kiste. Das werden jetzt unsere Nicht-Bio-Kisten. Also. So, die Hälfte davon kommt da rein. Das kommt da rein. Fackel brauchen wir nicht. Seile, Bretter. Die können da hin. Holz kann da hin. Und das ganze Zeug hier. Ne, das ist wieder Bio. Ein Brett. Ja. Wir brauchen... Oh doch, das passt doch. Dann können wir auch gleich eine Biokiste basteln. Sehr schön. Hammer weglegen. Pitchfork weglegen. So, die Biokiste kommt dementsprechend hier unten hin. Hier sollen ja die Felder hin. Da. So. Ich hoffe mal, das passt hier noch einigermaßen. Sonst müssen wir das Ganze halt etwas erweitern. Es war ja nur wichtig, dass es hier oben gleichmäßig ist vom Eingang weg. Neues Kanickel, sehr schön. Also ja, Hasenfallen war eine sehr gute Idee. Vielen Dank nochmal. So, du, Hase, da, zack. So, die brauchen eine Axt. Dann können wir nämlich demnächst auch mal anfangen, die Kochtöpfe aufzustellen. Die habe ich in meiner Planung noch gar nicht bedacht. So platztechnisch nehmen die ja doch recht viel weg. Mal gucken. So, das müsste für ein paar Kochtöpfe reichen. Waren das 4 Stück Kohle? 6 Stück Kohle. Am Tag sieht soweit noch okay aus. Essen sieht nicht so okay aus. Also verkochen wir mal die 3. Den da. Ja, sieht gut aus. So, wir haben einigermaßen Platz im Inventar. Die Kohle kann nochmal hier bleiben. Das heißt, wir laufen jetzt los und sammeln Dünger ein. Das klingt nach dem Plan. Dünger und noch ein bisschen Gras. Aber nur ein ganz bisschen. Damit der Stack voll wird. Oh, wir haben da noch einen Stack. Ah, okay, dann können wir einen anderen Stack hier auch noch voll machen. Definitiv genug Gras. Aber der frei wachsende Gras müsste doch... Oder das frei wachsende Gras müsste doch eigentlich nachwachsen, oder? Also nur wenn man es neu anpflanzt, muss man es düngen. Muss ich mal im Auge behalten. Wow, Babys. Und Fleisch, das auf dem Boden liegt. Und schon schlecht geworden ist. Nee, au. Ja, stimmt, da war was. Ja. Ich gehe auf den Weg, da bin ich schneller als ihr. Edge Badge. Hey, ich bin echt schneller als die. Sehr schön. Hätte ich jetzt... Oh, oh. Hängt das irgendwie mit den Mondzeichen zusammen, wann die trächtig sind? Momentan ist das hier ein richtiges Minenfeld. Also ja, ich wollte eigentlich Dünger sammeln, um die Felder zu bauen. Das können wir auch noch machen. Ich hätte mal einen Büffelhut basteln sollen vorher. Ich glaube, genug Büffelhaare müssten wir inzwischen haben. Na gut, folgen wir der Straße. Wir können heute ja auch mal woanders übernachten. Da hinten ist ein Lagerfeuer. So, ganz schön weit weg. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr heute. Wir brauchen definitiv mehr Außenposten. Wir brauchen definitiv mehr alles, aber ja. Aber allgemein bin ich mit diesem Leben soweit recht zufrieden. Es sieht so aus, als wenn wir zum ersten Mal ein richtiges Haus hinbekommen würden. Dauert zwar noch, weil die Materialien recht
ausschweifend sind, weil ich so ein großes Gebiet eingezäunt habe. Oh, Stickies. Ja. Also ja, es dauert noch, bis die Mauer einmal rum ist. Und dann müsste sie eigentlich nochmal höher. Denn ich weiß nicht, wie schnell die Höllenhunde das runterbekommen. Ich denke mal, das geht recht fix bei denen. Also ja, eine Etage höher wäre noch ganz gut. Dann hätte ich auch noch ganz gerne, das ist ein wenig dekadent, aber ich hätte es trotzdem gerne, Holzfußboden. Das sieht bestimmt schick aus. Und dann müssen wir weiter gucken. So, aber erstmal die wichtigeren Sachen. Erstmal müssen die Farmen stehen. Wir müssen unsere Holzfarm etwas ausbauen. Eventuell noch eine zweite 3x3 Farm irgendwo aufstellen. Und die regelmäßig abfarmen. Nebenbei können wir hier einfach ein bisschen mitnehmen. Ja. Also ja, Farm aufbauen, Kühlschränke. Kühlschränke sind ganz wichtig. Kochtöpfe sind auch wichtig. Dann können wir zwischendurch nämlich die Spinnen einfach mal angreifen. Und das Fleisch dann verkochen. Und es wird bald dunkel. Ja, 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 ja. Oh, warte mal. Wir wollten ja... Oh, au. Doofe Abigail. Da ist die Maschine. Da ist ein Lagerfeuer. Ja, also Weg folgen, erst Abzweigung links. Und beeilen. Nichts einsammeln. Gar nichts. Auch wenn das bei Klepto Abigail ein wenig schwer ist. Beziehungsweise bei dem Spieler, der sie steuert. So, erste links. Und das hört sich gerade nach einem Truthahn an. Aber den ignorieren wir auch. Abzweigung. Nein, geradeaus. Und dann die erste rechts. Da ist die komische Weltensprungmaschine. Die ignorieren wir erstmal. Hier läuft es gerade recht gut. Da wollen wir nicht wegspringen. So, und erste rechts. Richtig? Richtig. Hier müsste ein recht rudimentäres Lager sein. Ja, ziemlich. Machen wir mal schnell ein Seil. Lop. Und wir haben... Wow. Spinnen in der Nähe. Die bringen wir doch mal um. Kommt her. Ihr seid nur einfache Spinnen. Ihr seid keine gelben Spinnen. Ihr seid mir total Wayne. So. Du bist nur Fleisch für mich. Oh oh. Okay. Fleisch und Spinnenseide. Ah, noch sieht's gut aus. Rüstung ist bei 63%. So. Komm schon. Du bist kleines Ding. Ne, das muss erstmal reichen. Oh, man kann das direkt so... Nein! Ich wollte gerade sagen, man kann das direkt so in den Rucksack legen, ohne den Rucksack anlegen zu müssen. Das ist auch praktisch. Auch wenn ich den Rucksack eh gleich anziehen wollte, aber gut zu wissen. So, verkochen. Verkochen. Auffuttern, auffuttern, nicht in das Wurmloch springen. Die können auch noch mit. So, Essen sieht gut aus, Lebenspunkte nicht so. Dann essen wir doch mal unseren inzwischen schlecht gewordenen Flügel. 59, 65. War das abgestanden? Ja, war es. Tut mir leid. Wir können noch ein paar... Ich wollte sagen, wir können noch ein paar Seile machen. Ja, wir haben bei uns zu Hause noch 9 Seile rumliegen, um die ab und an mal zu verfeuern. Und ich wollte das ja eigentlich eher für Fallen benutzen. Da fehlen nur die Stickies. Ja, können wir nicht ändern. So, morgen früh. Was sagt die Karte? Morgen früh sollten wir ein paar von den Sticky-Büschen hier einsacken. Und ich würde ganz gerne die Spinnen angreifen. Lebenspunkte sind noch okay. Obwohl, das ist so weit weg von unserer Basis, kann uns eigentlich egal sein. Nee, komm, die Spinnen lassen wir da. Hier schnappen wir uns die Axt und fangen schon mal hier an zu holzhacken. So. Also ja, mein Plan für heute, ein wenig holzhacken, ein paar Sticky-Büsche einsacken und dann langsam wieder Richtung Heimatbasis gehen. Und ich versuche dann langfristig dran zu denken, dass wir einmal losziehen mit ein paar mehr Steinen dabei. Um permanente Außenposten einzurichten.
Und zwar einmal auf halber Strecke von hier zur Hauptbasis. Und dann noch einmal nach... Obwohl, warte mal, das Wurmloch führt wohin? Führt das da unten hin? Ich würde echt gerne Markierung auf der Karte setzen können. Also ich glaube, das führt dahin. Und hier ist auch ein Feuer. Was dann nicht wirklich viel Sinn macht, aber ja. Also das führt dahin und das da führt, glaube ich, nach Hause. Was sagt die geistige Gesundheit? 163. Das ist okay. Also, geh rüber aus der Zukunft. Merke dir folgende Textnachricht. Ups. Viel zu viele Bienen. Das Wurmloch führt dahin. Bitte merken. So. Jetzt töten. Es sind viele. Es sind sehr, sehr viele. Warum sind hier auch Bienen? Die waren doch schon oben. Ausgraben spare ich mir jetzt mal. Ich nehme ein paar Blumen mit. Oh, hier ist ja schön. So, ihr müsst jetzt doch sterben. Vielleicht will ich hier gerne in Ruhe... Oh, Honig. Ich würde hier gerne in Ruhe alles ausbuddeln. Ach du gute Güte. Laufen. Weiter laufen. Das habe ich jetzt aber ganz schön unterschätzt, dass sie so viel Schaden machen. Da machen wir uns doch mal verschwenderischerweise ein kleines Lagerfeuer, verkochen das ganze Fleisch, obwohl wir satt sind, einfach nur um die Lebenspunkte zu bekommen. Das war übel. Ich dachte mir, ach, hau die doch mal schnell um. Dann kannst du hier in Ruhe alle Sticky-Büsche aufsammeln und so. Und dann gucke ich auf die Lebenspunkteanzeige und krieg fast einen Herzinfarkt. So. Jetzt können wir aber hier in Ruhe alles einsammeln. Also ein Stack Sticky-Büsche bitte. Nebenbei schön Blümchen pflücken, damit die geistige Gesundheit... Ach, die ist schon fast voll. Das können wir also auch lassen. Und dann springen wir gleich wieder zurück. Und nehmen dann für den Weg nach Hause den anderen Zugang. Also da nach da. Dann da nach da. Richtig? Wir hatten nur 4 Wurmlöcher. Richtig. Ja. Guti. Also Sticky Büsche. Ein Stack ist voll. Beerenbüsche. Hatten wir hier auch noch einen. So. Wo wir gerade mal hier sind, würde ich eigentlich ganz gerne auch ein bisschen erforschen. Also die Karte weiter erforschen. Was noch ganz schick wäre, also was jetzt richtig praktisch wäre, wäre, wenn wir Steine finden würden. Also 2, 3 Steinbrocken. Dann könnten wir nämlich schnell Steine abbauen und dann hier sofort irgendwo ein Lager aufstellen. Das wäre schon schick. Schmetterling ignorieren wir. Ich glaube, die Schmetterlinge können wir richtig erst angehen, wenn wir ein Schmetterlingsnetz haben. Also es soll zwar irgendwie gehen. Mit dem Stehenbleiben. Wurde was in den Kommentaren geschrieben, aber ich bekomme das nicht ordentlich hin. Vielleicht ist auch eine Glückssache. Oder es gibt echt irgendeinen Schmetterlingshut. So, wir arbeiten am zweiten Stack Sticky-Büsche. So. Schaufel kaputt, mehr Platz, sehr schön. Alles positiv sehen und so. Und wir sollten schnellstens zurück zum Wurmloch. Ganz schön viele Beerenbüsche. Aber so viele will ich davon gar nicht haben. Beerenbüsche waren am Anfang das Mittel der Wahl. Also wenn man 2, 3, 4 davon hatte, brauchte man sich eigentlich gar keine Sorgen mehr machen wegen Ernährung. Also das war jetzt kurz nach dem Release gewesen. Das haben sie dann aber recht schnell gemerkt und dann kamen die Truthähne dazu. Und dann ging das Chaos los. So, Sprung Nummer 1. Also ja, Truthähne, sehr nervig. Deswegen will ich die Büsche eigentlich nur haben, um sie zu haben. So, das war das eine Wurmloch. Jetzt laufen wir nach unten. Ich bin versucht, den da umzubringen. Ja komm, wir haben Zeit. Lebenspunkte sehen auch wieder okay aus. Du da? Willst du nicht hier was essen?
So, ja, ich weiß, ihr seid jetzt Was soll, warum läufst du weg? Hallo? Lass dich töten. Da wurde definitiv was gedreht. Komm, Sean. Pigskin, sehr schön. Mann, Mann. Also ja, es ist mir letztens schon aufgefallen, dass die ja stärker waren als sonst. Aber dass die jetzt so richtig Taktik... Oh, there we go. Dass die jetzt so richtig Taktik anwenden, das finde ich ein wenig irritierend. Weil dass sie weglaufen und wieder angreifen, damit man halt nicht durchgehend spammen kann, ist natürlich sehr gut durchdacht. Aber es ist trotzdem irritierend, wenn man es das erste Mal sieht. So, wir laufen einfach weiter. Schnell nach Hause. Oh, sind hier viele Wege. Hey, ich höre Chester. Jetzt haben wir den Knochen nicht dabei. Okay, wir merken uns. Wahrscheinlich werde ich es eh vergessen. Aber wir versuchen uns zu merken. Hier bei dem Wurmloch, das nach Hause führt, ist irgendwo Chester in der Nähe. Der kam wohl nicht ganz mit durch den Wurmloch. Blub. Was sah nicht gut aus. Das sah mir auch neu aus. All dieses komische, rotleuchtende... Komisch rotlaut. Rot leuchtende Iris. Oder Netzhaut oder was auch immer. Ich hätte gerne. Wo sind meine ganzen Seile geblieben? Hier. Ein Seil. Rest da rein. So. Sortieren. Erstmal hätten wir gerne die Sticky-Büsche hier aufgestellt. So, der hat bestimmt einen Weg nachher, aber das kann sich erstmal nicht ändern. Dann hätten wir gerne das da drauf. Wir hätten gerne... Die können wir kurz essen. Die hätten wir gern verkocht. Dann würde ich eigentlich ganz gerne irgendwas erforschen. Obwohl, eine Nacht überstehen wir schon mit 135. Ich würde mir die Forschungssachen ganz gerne aufheben, wenn es mal brenzlig wird. Wir haben ja gesehen, bei ein, zwei Sachen, die wir erforscht haben, dass das unsere geistige Gesundheit stark wiederhergestellt hat. Also wenn es dann mal knapp ist, dass wir dann einfach was erforschen können. Das ist quasi so unsere Joker-Karte. Aber halt nur begrenzt, weil wir nur begrenzt Sachen erforschen können. Was brauchen wir da? Wir brauchen mehr Dünger. Mehr Dünger, dafür bräuchten wir den Büffelhut. Haben wir einen Büffelhut im Angebot? Winterhut, Buschhut, Huthut. Es gibt viel zu viele Hüte. Strohhut, Büffelhut. 16 Büffelhaut. Wolle. Nee, das ist mir zu viel. Sortieren wir das jetzt erstmal alles weg. Seide kann auch hier rein. Pigskin. Was braucht der Pigskin-Dingens? Der Footballhelm. Habe ich erwähnt, dass es so viele Hüte gibt? Wo ist der Footballhelm? Die wollen mich jetzt veräppeln, oder? Also ja, er war recht mächtig. Vor allem zusammen mit der Rüstung. Aber trotzdem finde ich das ganz schön... Oh. Ich habe nichts gesagt. Wir bräuchten ein Seil. Super. Sehr gut. Du. Da rein. Und wir machen erstmal einen kleinen Cut und speichern ab. Also dann, bis gleich.